Die Attentate vom 11. September 2001 wurden gefilmt. Die Terroristen hatten sich bewusst die beiden Türme des World Trade Centers ausgesucht, die permanent kameraüberwacht wurden. So stellten sie sicher, dass ihr Verbrechen als Film um die Welt gehen würde. Als Horrorfilm, der die Welt terrorisiert. Im Film oft gezeigt wird die Schockstarre, als man die Attentate im Bild verfolgt. Die Bilder von den Attentaten, die auf jedem Sender in Dauerschleife laufen. Die Medien setzen die von den Terroristen diktierte Dramaturgie live in Szene. Der Nordturm, den das erste Flugzeug beschädigt hat. Das zweite Flugzeug, das in den Südturm rast. Der Feuerball und der schwarze Rauch, der zum Himmel aufsteigt. Ein Körper, der auf der Flucht vor dem Feuer in die Tiefe springt. Dann der Einsturz der Türme. Die Rauchwolke, die über der Stadt hängt. Die Angst und die Panik, die sich in den Straßen ausbreitet und die Michael Moore nur als Ton ohne Bild abspielt am Anfang von Fahrenheit 9/11. In den Stunden nach den Anschlägen ist viel von Hollywood die Rede. Von all den Filmen, die die Katastrophe zum Spaß durchgespielt hatten. So wie der Terrorangriff auf die Türme, die in Stirb langsam explodieren. Das Ende der Welt in all seinen Spielarten. Der Angriff von Außerirdischen in Independence Day. Der geophysikalische Super-GAU in Deep Impact 1997. Der komplette US-Actionfilm vor 2001 wird durchleuchtet, um Fiktion und Realität zu vergleichen. Darunter auch Kriegsfilme. In Don Taylors Der letzte Countdown versetzt ein mysteriöser Sturm den US-Flugzeugträger Nimitz und seine Crew in einer Zeitreise genau an den Vortag des Angriffs auf Pearl Harbor. Die nach New York entführten Boeings erinnern an die Kamikaze-Piloten von 1941. Pearl Harbor von Michael Bay, das 3 Monate vor den Attentaten herauskommt, wirkt nun wie eine perverse Parodie auf die kommende Tragödie. Nach dem Einsturz der Türme trägt das amerikanische Kino Trauer. Die Twin Towers werden zum Tabu, zum brutalen Andenken an den Tod, der an dem Tag zuschlug. Vor allem im Rückblick sitzt der Schmerz tief. Jeder Film aus der Zeit vor den Attentaten, jede Einstellung, die die intakten Zwillingstürme zeigt, reißt die Wunde neu auf. Seit ihrem Bau 1973 waren die Twin Towers ein beliebtes und oft gezeigtes Motiv. Hier in Kevin allein in New York, wo Kevin wieder einmal verloren geht und New York entdeckt. Im Vorspann von Rabbi Jacob, der sie aus allen Blickwinkeln filmt. Von Weitem in Panoramasicht oder ganz nah aus der Froschperspektive. Und im ersten Superman von 1978, der die Zwillingstürme zum neuen Wahrzeichen Amerikas macht. Manchmal waren die Türme auch mehr als nur eine Kulisse. Sie spielten eine eigene Rolle. In John Carpenters Die Klapperschlange sind die Twin Towers Teil der postapokalyptischen Handlung. Mit den Türmen beginnt die Story. Snake Plissken's erste Prüfung ist es, heil auf ihnen zu landen. In John Gillemans King Kong nimmt Kong seine geliebte Beute mit aufs World Trade Center. Während es in dem Klassiker von 1933 noch das Empire State Building war, sind es jetzt die Twin Towers. Dann kommt die Zeit danach. Wie zeigt man die Türme wieder im Bild? Oder wie lebt man damit, dass sie fehlen? Man kann ihr Andenken feiern, indem man andere Geschichten erzählt als von ihrem Einsturz. Zum Beispiel den spektakulären Drahtseilakt 1974, als ein Hochseilartist in 417 Metern Höhe zwischen ihnen balanciert. Oder man baut ihre Trümmer in die Handlung ein, so wie Spike Lee in 25 Stunden. Zwei Freunde blicken auf die Ruinen unter sich, während Bagger Ground Zero freiräumen, die klaffende Wunde im Herzen der Stadt. Man kann auch wie Martin Scorsese die Geschichte New Yorks in Überblendungen erzählen und zeigen, wie die Zeit vergeht. Von den ersten brutalen Bandenkriegen bis heute. Mit einer Ansicht der Türme ganz zum Schluss. Als Zeichen der Stärke, egal was in Zukunft geschieht. Manche Filme setzten sich direkt mit dem Anschlag auseinander und versuchten ihn zu rekonstruieren. Oft als Hommage an die US-Passagiere des vierten Flugzeugs in Flug 93, die sich gegen die Terroristen auflehnen, um das Attentat zu verhindern. Oder an die New Yorker Feuerwehr und Rettungskräfte in Oliver Stones World Trade Center, der die Trümmer erstmals anhand von Pressefotos rekonstruiert. Doch meistens meidet das amerikanische Kino die direkte Auseinandersetzung. Die Katastrophe wird nur allegorisch verarbeitet. In Krieg der Welten nutzt Spielberg Medienbilder des Attentats, um sie in noch spektakulärerer Form umzusetzen. Der herabfallende Glockenturm.
sich auflösende Körper. Der Ascheregen, der auf die Menschen herabfällt. Alles erinnert an 9/11. So macht es auch M. Night Shyamalan in The Happening. Das Herabstürzen der Körper als eines der traumatischsten Bilder des Anschlags wird zum Symbol einer vom Wahnsinn befallenen Welt. Eine Parabel auf Amerika und die Welt nach dem 11. September. Einen Mann, der von einem Hochhaus fällt, zeigt auch der Vorspann von Matthew Weiners Serie Mad Men. Der gefallene Amerikaner ist Thema jeder Folge. In den Nullerjahren wirkt das Comeback der Katastrophenfilme wie ein Echo auf 9/11. Jedes Mal muss ein Wahrzeichen dran glauben. Hier die Freiheitsstatue in Cloverfield. Ein traumatisches Bild, das die Metaphorik des echten Verlusts der Zwillingstürme und seiner 3000 Opfer noch übertrifft. Doch vor allem mit zwei ästhetischen Motiven verarbeitet der Film das Trauma des Anschlags. Das Linienflugzeug als Bedrohung, das wie eine Bombe auf eine Stadt zusteuert. Dieser Albtraum verfolgt den Piloten Tom Hanks am Anfang von Clint Eastwoods Sully. Das zweite Motiv sind zerstörte Gebäude und Feuer, das die Stadt verschlingt. In Superheldenfilmen ist es allgegenwärtig, so wie in The Avengers, wo New York von Terroristen angegriffen wird. Hier werden im Schaufenster brennende Türme gespiegelt, als bekäme das jugendliche Publikum eine Archivaufnahme vom 11. September gezeigt. Christopher Nolans Batman spielt alle Varianten eines Attentats durch. Ein Gebäudefenster, das explodiert. Ein Körper, der in die Tiefe springt. Flugobjekte, die am Himmel über der Stadt kreisen. Feuerbälle und schwarzer Rauch. Trümmerfelder und Fernsehnachrichten, die schlimme Erinnerungen wachrufen. Und dann wäre da noch AI von Spielberg. Der Film kommt Ende Juni 2001 heraus und spielt in einem New York der Zukunft. In einem kleinen Flugzeug kommt ein Junge in Begleitung seines Androidenfreunds in eine Stadt, die unter Wasser steht. Am Horizont erheben sich wie als Wahrzeichen die beiden intakten Zwillingstürme. Die Klimakatastrophe hat das World Trade Center verschont. Zwei Monate nach dem Kinostart überholt die Realität das Science-Fiction-Szenario und die Türme gehen in Rauch auf.